Lässt uns Putin beim Gas nochmal davonkommen, sodass die Energiekrise nicht weiter eskaliert. Heute gab es hoffnungsvolle Anzeichen dafür, dass dem so sein könnte, dass also weiter, wenn auch reduziert, Gas durch Nord Stream 1 fließen wird. Und wir haben dementsprechend die Reaktion an den Märkten gesehen. Der DAX mit einem massiven Freudensprung, Energiewerte mit Freudensprüngen, Chemiewerte mit Freudensprüngen. Noch ist all das nicht sicher. Aber es würde vor allem Deutschland Zeit erkaufen, ein bisschen umzusteuern, die Fehler der Vergangenheit vielleicht zu korrigieren. Was sind diese Fehler? Hier mal eine, wie ich finde, wunderbare Darstellung dessen, was Deutschland jetzt mit dem offenkundigen Ende der Globalisierung, der wunderbaren Globalisierung, die eine Zeit lang sehr, sehr gut funktioniert hat, deflationär war, jetzt aber offenkundig an ihre Grenzen gekommen ist. In welcher Situation sind wir Deutschen da? Wir haben faktisch unser Militär an die Amerikaner ausgesourced. Also praktisch die Amerikaner übernehmen unseren militärischen Schutz. Wir haben praktisch unsere Finanzen an die EU ausgelagert. Da können viele Dinge von uns gar nicht mehr selbst entschieden werden. Wir geraten immer mehr in eine Gemeinschaftshaftung mit hinein. Wir haben unsere Energie praktisch an Russland outgesourced, statt irgendwie selber wirklich größere Mengen an Energie zu fördern, die durchaus ja da wären. Man hatte Kohle, das ist nicht gewollt, wird aber jetzt dennoch eingesetzt. Man hätte Fracking-Gas, was man durchaus etwa in Niedersachsen fördern könnte, aber eben nicht will, weil man insgesamt aus den fossilen Energieträgern aussteigen will. Und wir haben praktisch unseren Absatzmarkt nach China verschoben. Etwa die deutsche Autoindustrie, Volkswagen, über 40% der verkauften Autos im Reich der Mitte. Also das sind natürlich geballte Risiken. All das ist vielleicht erklärbar durch die Geschichte, die totale Kriegsniederlage infolge des Holocaust. Dann hat man sich so ein bisschen immer unter dem Rock der Amerikaner versteckt und gesagt, ach, wir wollen doch nie wieder eine Macht sein, sondern ganz brav, wir wollen irgendwie schöne Geschäfte machen. Das hatte sehr, sehr lange funktioniert, aber nicht zuletzt die Ereignisse eben mit dem Ukraine-Krieg haben jetzt gezeigt, wir brauchen irgendwie leider doch ein eigenes Militär, um uns selbst schützen zu können. Wir brauchen nicht nur alternative Energien oder erneuerbare Energien, weil das schlichtweg nicht ausreichen wird, sondern wir müssen gucken, dass wir selber was auf die Reihe kriegen und nicht abhängig sind von russischen Energieträgern. Und jetzt kommen wir auch einer Gemeinschaftshaftung eben näher mit dieser sogenannten Spread Control, wie ich das nenne, also die Renditedifferenzen, die praktisch von der EZB bekämpft werden sollen. Und ja, China bleibt natürlich ein riesiges Thema, aber das sind vier dicke Baustellen, die Deutschland hat. Und wir haben dann, wenn Putin nochmal Gas durch Nord Stream 1 schickt, wenn auch reduziert, vielleicht 40%, so ist derzeit die Erwartung, also auf dem Niveau kurz vor Beginn der Wartungsarbeiten von Nord Stream 1, dann würde uns das Zeit geben, ein paar Dinge vielleicht nochmal anders zu gestalten. Das war die Meldung, die heute wirklich reingeknallt hat. Noch ist, wie gesagt, all das nicht bestätigt. Diese Insider, die das einer Nachrichtenagentur gesteckt haben, man weiß nicht, wer das ist, die sind anonym, haben wir auch gesagt, der Kreml muss die abschließende Entscheidung noch darüber treffen, aber es gibt erste Anzeichen dafür. Es sind bereits kleinere Gasvolumen durch Nord Stream 1 geschickt worden, weil sich jetzt die Wartungsarbeiten bald eben, oder weil die Wartungsarbeiten eben bald abgeschlossen ist. Das macht man, um Druckausgleich zu betreiben, also die Anzeichen sind schon da, dass diese Pipeline dann doch wieder in Betrieb gehen wird, wirklich auch Gas durchgeliefert wird. Und ein sicheres Anzeichen, ein gutes Anzeichen, nicht ganz sicher, aber ein sehr gutes Anzeichen wäre, wenn die Day-Ahead-Nominations publiziert werden. Das heißt, normalerweise werden diese Daten, okay, am nächsten Tag werden wir so und so viel Gas durch Nord Stream 1 schicken, das wird normalerweise veröffentlicht. 21. Juli ist ja Ende der Wartungsarbeiten, das heißt, im Laufe des Tages des 21., also des Donnerstags, könnten wir da schon deutlich mehr wissen. Die Bundesregierung wiederum sagt, naja, also vor Montag wollen wir uns überhaupt nicht aus dem Fenster lehnen, vor Montag gibt es keine Sicherheit, aber jedenfalls der Gaspreis hat deutlich reagiert, der europäische Gaspreis ist dann eben aufgrund dieser Meldung deutlich gefallen. Ich selbst hatte ja vor
um und bei 2 Wochen ein Video gemacht und spekuliert. Mehr als Spekulation konnte das ja nicht sein, aber der Versuch einer logischen Spekulation zu sagen, warum Putin uns das Gas nicht abdreht, mit einem ganz ähnlichen Argument wie Javier Blas, der Energieexperte von Bloomberg, das macht. Der Kreml will die besten aller Welten für sich natürlich, hohe Einnahmen, wenn Putin weniger Gas durch Nord Stream 1 schickt, bleibt Gas ein rares Gut, der Preis bleibt hoch. Das heißt, er hat sehr hohe Einnahmen, ohne viel Gas schicken zu müssen. Das ist das eine. Dann behält er Leverage, also er hat weiter irgendwie natürlich Erpressungspotenzial, kann das als Pfund einsetzen, auch gegen den Westen und insbesondere gegen Deutschland. Und eben all das nur begrenzt, also sozusagen mit begrenzten Volumina, diese Gastransporte, damit eben der Preis wunderbar hoch bleibt. Und auch die Gasfüllspeicher nicht wirklich so richtig voll werden, sodass man dann eben größere Schwierigkeiten hat, doch wieder unabhängig zu werden von dem Gas aus Russland. Und vielleicht bleibt uns ja dann das erspart, was schon als Szenario ja irgendwie da war. Viele Städte in Deutschland haben ja schon Vorbereitungen getroffen, wie man Wärmehallen einrichtet, also öffentliche Einrichtungen für ältere Menschen, für ärmere Menschen, die dann unter massivem Druck kommen, wenn die Kosten weiter explodieren würden. Das war vor fast genau 100 Jahren, 1923. Wäre schön, wenn uns das erspart bleiben würde, aber wir müssen umdenken. Und dieses Umdenken fordert übrigens auch die Taz-Redakteurin Ulrike Herrmann. Die Taz bekanntermaßen ja eher ein linkes Organ, nicht verdächtig irgendwie mit der Atomlobby oder irgendwie ähnlichen Dingen unter einer Decke zu stecken, die nochmal klar gesagt hat, es muss eigentlich allen klar sein, dass die erneuerbaren Energien nicht ausreichen werden, so oder so. Und dementsprechend weist sie darauf hin, wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen hier keine fossilen Energieträger etwa in der Chemiebranche haben, dann würde das bedeuten, dass man das ersetzen muss. Das wiederum würde bedeuten, dass der Aufwand, der Stromaufwand viel, viel höher wäre. Das heißt, der Stromverbrauch würde massiv steigen, der Strom muss aber irgendwo herkommen. Dementsprechend bräuchte man noch mehr erneuerbare Energien, die so oder so nicht ausreichen. Zu dieser Dame, zur Ulrike Herrmann, später gleich nochmal mehr. Daniel Stelter bezieht sich hier auf den Economist. Der sagt, nämlich Stelter sagt hier zunächst mal, brillanter Titel von Economist, Europe's coming winter peril, also Europas kommende Wintergefahr, da sieht man einen russischen Bär und Europäer, die offenkundig Angst vor diesem Bär haben sollten. Zuvor hatte der Bär, damit ist natürlich Russland gemeint, im Sommer sein Opfer davon überzeugt, nicht vorsorgen zu müssen und davon, dass eigene Energie, Gas, Kohle oder Atom überflüssig seien, weil immer Sonne scheint und Wind bläst. Und wenn nicht, würde der Bär immer helfen. Das ist natürlich fast schon eine Parabel von Daniel Stelter. Wir sehen jetzt, dass auch diejenigen Länder, die noch massiv Atomkraftwerke laufen haben, wie etwa die Franzosen, Probleme haben, vor allem wegen der Hitze. Erstens erhöhter Strombedarf auf der einen Seite, zweitens die Flüsse sehr warm und mit tiefen Pegeln versehen, sodass eben die Kühlung Schwierigkeiten macht. Jedenfalls sehen wir, dass der Strompreis hier in Frankreich jetzt auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist, hat einer geschrieben, siehst du, und ich würde immer gegen erneuerbare Energie wettern, überhaupt nicht. Wäre mir sehr lieb, wenn wir 100% damit abdecken könnten, aber die Wahrheit ist ja leider, dass das nicht passieren kann und nicht passieren wird. Und ich finde, man muss diese Wahrheit dann eben auch beim Namen nennen und muss dann pragmatisch agieren, statt ideologisch agieren. Dementsprechend würde ich vorschlagen, lasst uns doch die Atomkraftwerke zumindest noch eine Zeit lang laufen, bis wir aus dem Allergröbsten vielleicht irgendwann mal raus sind in dieser Energiekrise. Selbst die Grünen scheinen sich ja so ein bisschen in dieser Frage zu bewegen, auch wenn es natürlich extrem schwer fällt. Aber wir haben ja natürlich noch die Europäische Kommission, wir haben die EU. Die hat heute und gestern Abend nochmal klar gemacht, also wir erwarten nicht, dass Nord Stream 2 nochmal in Betrieb genommen wird.
Und wir wollen ja, das hat die EU-Kommission gesagt, am Mittwoch dann einen Plan vorlegen, wie das Ganze aussehen soll, wenn wir hier eine echte Energiekrise haben, eine echte Gasnotlage. Und jetzt ist immerhin die Bundesregierung, hat sich auch schon mal bewegt, die Pläne, Gasheizungen zu verbieten, macht überhaupt keinen Sinn, denn wenn Gas ausreichend da wäre, warum soll ich dann Gasheizungen verbieten? Wenn Gas sowieso nicht da ist, baut sich eh keiner Gasheizungen ein. Also immer dieser Dirigismus, der letztendlich praktisch unsinnig ist. Auch die Wärmepumpenpflicht soll wohl nicht kommen, finde ich gut, wenn keine Zwangsmaßnahmen, die am Markt vorbei teilweise gehen, dann wirklich kommen. Aber dafür haben wir ja wenigstens die EU und wir haben Lauschi, die sagt jetzt, neuer Notfallplan. Die EU will nämlich Mitgliedstaaten das Gassparen vorschreiben. Da ist also nichts mehr freiwillig. Und zwar sieht das so aus mit dem Plan, dass alle Mitgliedstaaten freiwillig ihren Gasverbrauch reduzieren sollen. Wenn die Kommission allerdings feststellt, dass die EU-Länder ihre Einsparziele nicht einhalten oder die Versorgungslage sich schnell verschlechtert, will die EU-Kommission die Gasreduktion den Staaten dementsprechend vorschreiben. Da wird also gesagt, du kriegst jetzt einen Fünfjahresplan, sozialistisch, meine Damen und Herren. Ja, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Und dementsprechend machen wir mal ein kleines Plänchen für dich. Und du darfst weniger Gas verbrauchen. Also der Öschi, dass die nicht in der DDR im realen Sozialismus groß geworden ist, das wundert mich jetzt aber mal ganz konkret. Aber gut, die Geschichte bringt manchmal seltsame Zufälle ans Licht. Also die EU-Kommission will es da dann letztendlich richten. Jetzt haben wir noch eine finanzielle Planungskommission, die nennt sich EZB. Die hat ein bisschen dumm zugeschaut, als die Inflation immer weiter gestiegen ist und gesagt, guckst du, das ist doch alles vorübergehend, so vorübergehend. Bis sie dann gecheckt hat, vielleicht doch nicht vorübergehend. Jetzt haben wir Inflationchen von 8,6%, haben Erzeugerpreise von über 33%. Das ist Pipeline-Inflation, die kommt noch auf uns zu, weil die Unternehmen sonst massiv Geld und Marge verlieren, wenn sie nicht zumindest einen Teil der Kosten weitergeben an die Konsumenten. Also heute das neueste Gerücht übrigens von derselben Nachrichtenagentur, die schon die Putin-Insider hier zitiert, dass die EZB vielleicht doch am Donnerstag die Zinsen um 0,5% anhebt. Schau, 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 das ist doch durchaus jetzt dann mal ein Schritt. Natürlich der Druck immer größer. Die Amerikaner werden ja mindestens 0,75 nächste Woche anheben. Die letzten beiden Zinsschritte der Fed 0,75 und 0,5. Also da passiert was. Also ist die EZB immer stärker unter Druck und muss etwas tun. Und das hat natürlich auch den DAX unter Druck gesetzt. Dieser Abfall des Euro, klar, für Exportwerte ist das vielleicht gut, aber wenn ich als Ausländer mein Geld irgendwie in deutschen Aktien oder im DAX habe und sehe, wie der Euro dann zum Dollar, aus dessen Währungsraum ich komme, verliert, dann ist das eben auch nur begrenzt lustig. Und insgesamt sehen wir, dass die Kurse eigentlich, die DAX-Kurse letztendlich auf dem relativ selben Niveau stehen wie Anfang 2008, also so kurz vor der Finanzkrise. Ohne die Dividenden. Die Dividenden reißen es beim DAX raus. Sonst wäre das ein echtes Nullsummenspiel seit 14 Jahren. Und die EZB muss also was tun. Die Amerikaner haben schon was getan, wollen jetzt aber angeblich tapern. Die Bilanzsumme der US-Notenbank ist aber in der letzten Woche nochmal um 4 Milliarden Dollar gestiegen. Ja, was ist da los? Vielleicht ist es so, wie Wall Street selber vermutet, dass du ein Ponzi-Schema nicht tapern kannst. Tapern ist ja der Fachbegriff für die Reduzierung der Bilanzsumme, indem man etwa Anleihen auslaufen lässt, nicht wieder verlängert und dadurch aus der Bilanz rauskegelt. You can't taper a Ponzi, finde ich eine wunderbare Schlagzeile. Und dazu kommt, dass die Notenbanken jetzt eben durch die steigenden Zinsen selbst Verluste erleiden. Normalerweise ist es so, dass Notenbanken Gewinne machen und die dann an ihren jeweiligen Staat abführen, etwa die Bundesbank, dann an Deutschland etc. etc. Aber Singapur hat jetzt zum Beispiel gemeldet, dass man einen Verlust von 7,4 Milliarden US-Dollar gemacht habe. Und auch der Fed ist klar, dass wenn die ganze Geschichte so weitergeht, sie massive
Verluste macht, die dann der Steuerzahler tragen muss. Wahrscheinlich wird dann, um diese Verluste auszugleichen, die Fed wieder Dollar drucken oder Anleihen emittieren, wodurch die Geldmenge steigt, sodass man eine gewisse Konstanz bei der Inflation haben würde. Ja, das wäre ja auch was Schönes, weil wenn jetzt die Inflation so schnell runtergeht, Geld, dann vermissen wir ja was. Das ist ja, ne, man gewöhnt sich ja an die Sachen letztendlich auch. Und jetzt kommen wir mal zu den Märkten, meine Damen und Herren. Es geht heute nach oben. Auch die Wall Street stark beflügelt durch diese Meldung, wonach Nord Stream 1 wahrscheinlich wieder Gas transportieren wird. Jetzt sehen wir hier die neueste Umfrage unter den dicken Fondsmanagern durch die Bank of America und wir sehen der Wille, Risiken einzugehen bei diesen ganz, ganz großen Fondsmanager, das sind die Jungs, die viele, viele Milliarden verwalten, der ist so gering wie seit Oktober 2008 nicht mehr, also praktisch auf dem Tiefpunkt, wenn man so will, oder einem der Tiefpunkte der Finanzkrise. Wir sehen, dass jetzt gerade Market Maker sehr, sehr hohe Gamma-Absicherungspositionen haben, die vielleicht zur Eindeckung kommen. Also wir könnten wilde Rallyes innerhalb eines nach wie vor intakten Bärenmarkts sehen. Noch ist der mit nicht wirklich überzeugenden Argumenten widerlegt. Aber wir haben eben eine extreme Situation, etwa Equity Allocation, also die Allokation der Fondsmanager eben auch sehr, sehr niedrig jetzt im Juli, fast so niedrig wie Oktober 2008, niedriger als während des Corona-Crash und wir haben extrem hohe Cash-Level, so hoch wie eigentlich seit März 2001 nicht mehr, Dotcom-Bubble, die geplatzt ist, also da tut sich was. Das ist natürlich, wenn die Märkte steigen sollten, dann müssen diese Fondsmanager hinterher springen, weil nichts wird einem Fondsmanager weniger verziehen, als wenn er nicht bei steigenden Kursen dabei ist. Wenn er in einen Crash reinläuft, dann kann er sagen, guckst du, die anderen hat es doch auch erwischt, gell? Was kann ich dafür, das kann doch keiner wissen, kann keiner vorhersehen. Aber eine solche Rallye, das ist die Todsünde bei den Vermögensverwaltern. Jetzt sehen wir, dass gestern etwa das höchste Put-Call-Ratio zu verzeichnen war seit dem 16. Juni. Wir haben jetzt in den letzten Tagen und Wochen eigentlich konstant ein höheres Put-Volumen als ein Call-Volumen. Die sind alle abgesichert auf der Unterseite, gerade auch die Long-Only-Portfolios, also die, die nur praktisch auf steigende Märkte spekulieren können, die nehmen sich dann teilweise Puts rein, um Rückschläge abzusichern. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass wir jetzt etwa auch bei dem sogenannten Margin Debt, also der Beleihung von Portfolios, eben einen massiven Rückgang hatten im Juni von 9,2% insgesamt der Margin Debt, sehr, sehr rückläufig. Und jedes Mal, wenn so etwas war, ist die Gefahr relativ hoch, dass dann bestimmte Ereignisse eintreten, etwa Covid-Crash, da hatten wir im März 2020 einen Rückgang von 12% beim Margin Debt, der Euro-Krise, Rückgang von 10,4%, der Finanzkrise, teilweise 13, 19, 18 und 9% und Dotcom-Crash, auch teilweise zweistellige Rückgänge eben. Und wir sehen, das ist schon lange vorbei hier, die Party in Sachen Hebelung. Das ist im Grunde seit Ende des letzten Jahres, Anfang diesen Jahres komplett vorbei. Und hier sehen wir das Ganze nochmal. Praktisch hier gestrichelt in Balken der Margin Debt und darüber gelegt der S&P 500. Wir brauchen also eine Stabilisierung beim Margin Debt auch, dass sozusagen wieder gehebelt werden kann. Hier haben wir jetzt Enthebelungsprozesse gesehen. Wenn wir neue Hebelprozesse sehen, dann wüssten wir vielleicht, dass doch ein Boden erreicht ist. Jetzt geht die Berichtssaison weiter. Heute Netflix. Netflix wird heute berichten. Wir haben bei Finanzmarktwelt mal eine Vorschau schon darauf gemacht, können Sie vielleicht mal reinschauen, aber um 22 Uhr kommen die Zahlen, wenn Sie das interessiert, wird für den Nasdaq wichtig, wird für die Stimmung so ein bisschen wichtig. Zuletzt war ja Netflix ziemlich eingekracht, nachdem man zugeben musste, dass die Nutzerzahlen vor allem in den USA gesunken sind, also 22 Uhr mal reingucken bei Finanzmarktwelt und dann eine Empfehlung, ein Artikel von mir, wo die besagte Taz-Dame sich unter anderem äußert, wie ich finde, wunderbar und einen Bericht von Spiegel TV, der aufdeckt, wie krass chaotisch, vor allem durch Bürokratie, hier die wirkliche Energiewende behindert wird. Das sind Leute, die haben sich, sind Firmen, die haben sich riesige Solarpanels aufs Dach gebaut, dürfen das aber nicht an den Stromkreis anschließen, dürfen diesen Strom, der dadurch gewonnen würde, nicht einspeisen, weil irgendwie das irgendeiner beschissenen Vorschrift widerspricht. Also da kann man sich teilweise wirklich nur an den Kopf fassen, was da passiert. Unbedingt sehen,
Dazu auch, wie gesagt, die Dame von der Taz, also jetzt nicht gerade irgendwie eben rechte Medien, sondern eher linke Medien, wenn man so will, die das hier aufzeigen. Und dann ein Artikel über die Gaspreise, warum die wieder sinken könnten, mal ein bisschen aus russischen Quellen, das macht ja hier keiner. Die gucken alle immer nur auf den eigenen Nabel, aber was sagen eigentlich die Russen? Das behandelt dieser Artikel. Also zwei Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren, die ich Ihnen ans Herz lege. Teilen Sie dieses Video, teilen Sie die Artikel, Sie können diesen Sermon. Jetzt sage ich Servus und Tschüss.